Malti und hallo liebe Angelsportsfreunde. Es ist kurz vor der Schonzeit. Ich möchte jetzt noch mal probieren, den einen oder anderen Hecht zu überlisten. Bin jetzt noch mal schnell ans Gewässer gefahren, schnell nach der Arbeit, ein, zwei Stunden. Und schauen wir mal, ob wir den einen oder anderen noch kriegen. Es ist heute sehr, sehr stürmisch. Und ich möchte auf jeden Fall kurz bevor der Schonzeit losgeht, noch ein, zwei Mal los. Ihr seid mit dabei. Also, los geht's! Oh, ich bekomme gleich ein bisschen Besuch. Schwäne kommen vorbei. Ja, sorry, aber ich möchte ein bisschen angeln. Ja. Tut mir nun leid. Hallo. Ja, hallo. Da guck ich meine Angelleine. Vorsicht! Ja, sorry! Ärgern möchte ich euch nicht! Tschüss! Also meine Taktik sieht momentan so aus, oder ich werde sie die ganze Zeit fischen, ich werfe aus, lasse den Köder zum Grund absinken, werde ihn mit einer gleichmäßigen, langsamen Geschwindigkeit einholen, so dass er schön wackelt hin und her, ab und zu mal so einen kleinen Spin-Stop einlegen, dass er wieder zum Grund absinkt, weil ich gerne grundnah fischen möchte und erhoffe mir so natürlich einen schönen Biss. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, vielleicht werde ich auch nochmal eine andere Farbe ausprobieren, das sehen wir dann. Ich erhoffe mir ganz Gutes, dass wir noch einen ans Band kriegen. Anderthalb Stunden habe ich jetzt geangelt. Draußen ist es jetzt stockdunkel, es regnet wie aus Eimern. Leider wollte kein Hecht anbeißen und auch kein Barsch. Wir machen einfach beim nächsten Mal weiter und ich würde sagen, bis gleich. Der letzte Tag vor der Schonzeit. Wir haben maximal gutes Wetter. Gestern war relativ schönes Wetter, heute ist beschissenes Wetter. Ich habe jetzt ca. anderthalb Stunden Zeit noch zu fischen. Die nutze ich aus, werde die Hotspots anlaufen. Ob ich was fange, seht ihr später. Hoffe ich auf jeden Fall. Meine Technik, wie beim letzten Mal, ich werfe aus, lasse den Köder zu Grund absinken,
hole ihn mit 2-3 Kurbelumdrehungen ein, lasse ihn wieder zu Boden absinken, so dass er relativ grundnah läuft. Und zum Rand, wo wieder die Krautkanten sind, nehme ich die Rute ein bisschen hoch und werde den Köder da drüber führen. In der Hoffnung, dass da der Biss kommt. Oh, Fisch! Das gibt es nicht. Erster Wurf. Nice. Na, komm her. Schön. Komm da raus. Zack. Der ist aber noch viel zu klein. Den befreien wir schnell. Und dann darf der wieder schwimmen. Und dann das machen. Zack, schön vorne angebissen. Kann man gut erkennen. Nicht schütteln. Jawohl, ja, ja. Erster Wurf an den Platz. Leider ein bisschen zu klein. Aber jetzt ist Fisch da. Weiter geht's. Ich wechsle jetzt noch mal schnell auf eine etwas knallige Farbe. Es wird so langsam dunkel. Helligkeit ist auch nicht mehr so gegeben. Und im Wasser kommt das natürliche Dekor nicht mehr so schön rüber. Ich mache jetzt Feierabend, 1,5 Stunden habe ich jetzt lang gefischt. Es ist jetzt extrem dunkel draußen geworden, ich hoffe man erkennt mich. Ab morgen beginnt die Schonzeit, ich konnte noch einen wunderbaren schönen Hecht fangen. Jetzt beginnt die schwere Zeit für mich, aber ich denke mal, ich werde mir die Zeit noch irgendwie schon rumkriegen. Und ansonsten, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Tschüssi!